Tent Tipi, Zeltofen, Eltfell. Hallo, hier ist der Ralf von Jotteland. Heute habe ich hier in unserer Jotte den Zeltofen Eltfell von Tent Tipi. Auf den ersten Blick ein sehr gelungenes Modell, sehr formschön mit seiner ovalen Form und vor allen Dingen der Lieferumfang ist doch sehr beeindruckend. Er kommt in einer super schönen Holzkiste, also die macht echt Spaß, diese Kiste anzupacken, anzufassen und sie durch die Gegend zu tragen und zu wissen, dass da ein teurer, aber hochwertiger Ofen drin ist, aber die Kiste allein, die reißt es fast schon raus. Der Ofen selber kommt vom Lieferumfang her mit allem, was man braucht. Er hat genügend Ofenrohre, um aus einer Kohde oben rauszukommen oder in dem Fall auch aus einem Tent Tipi oben rauszukommen. Es gibt auch genügend einzelne Verlängerungsstücke, wenn ich größere Zelte habe. Mit dabei ist auch die Durchführung, die es verhindert, dass Stoffe an das heiße Ofenrohr kommen können. Mit dabei ist auch der Funkefang, der also verhindert, dass einfach größere Funke oben rausfliegen können, die dann wieder am Zelt gefährlich werden können. Und wie gesagt, die Holzkiste, also er ist transportabel verpackt, super einfach, super easy und schnell aufgebaut und von der Funktion her einfach, also vom Handling her, sage ich jetzt mal, perfekt, der Ofen. Ja, ich zeige euch jetzt kurz, wie der Ofen aufgebaut wird. Ist nicht weiter schwierig. Man muss einfach das Bündel Ofenrohr rausholen, steckt das Ofenrohr zusammen. Ja, hier in der Jotte verzichte ich auf die Zeltdachdurchführung, bleibe mit dem Rauchrohr etwas tiefer und lasse einfach der Rauch direkt hier aus der hohen Jotte, aus dem Rauchrohr raussteigen. Für einen dauerhafteren Aufbau würde ich tatsächlich alle Elemente hier verwenden und oben dicht machen, dass auch mehr die Wärme drin bleibt, wenn ich im Ofen arbeite. Aber so für diesen Testzweck, glaube ich, ist das völlig in Ordnung. Wir werden ihn jetzt noch anfeuern und gucken, wie er abzieht, wie er brennt. Das Schöne an dem Ofen ist, er wird von hier vorne befeuert, brennt im Grunde hier hinten durch und hat in sich nochmal Zug drin, der dann unter dieser Platte hier wieder vorbrennt. Und er dann ins Rauchrohr reingeht. Dadurch habe ich die komplette Hitze hier auf dieser Platte. Die ist groß genug, sodass ich tatsächlich auch mit zwei kleinen oder einem großen Topf drauf kochen kann. Und einfach immer die Flamme unter dem Topf habe, dass er eine gute Hitzeabgabe beim Kochen dann auch hat.
Ja, ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, dieser Zeltofen hat euch gefallen. Lasst uns einen Daumen hoch da oder abonniert gleich unseren Kanal. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Ralf von Jotterland.